ich bin ehrenamtlich als Sterbebegleiterin schon tätig gewesen. Und wenn das mit der Umschulung vorbei ist, mache ich das eventuell wieder. Wahrscheinlich für die Tafeln, wenn ich Zeit hätte. Aber ich arbeite Vollzeit und somit habe ich wirklich begrenzt Zeit für sowas. Aber das wäre wichtig. Für die Kinder, die leiden, wo das Jugendamt versagt. Das muss ich ehrlich sagen. Ich habe selber die Erfahrung mitgemacht. Das hat mich viel Nerven gekostet. Ich bin in der Reha gewesen, jetzt bin ich wieder nochmal in der Reha gewesen. Und Jugendamt, sie ist einfach blind. Im Moment gar nicht mehr. Ich habe mich lange ehrenamtlich engagiert und da gab es viele Rammereien und für mich ist das Thema im Moment durch. So, ich habe mal auch schon eine ganze Zeit ehrenamtlich gearbeitet auf einem Bauernhof, wo auch so bestimmte Gruppen eingesetzt werden. Also das würde ich machen. Für Arbeit mit Tieren. Da bin ich also sehr interessiert, sprich Tierheime und so weiter. Wahrscheinlich für den Sport. Irgendeine Aufgabe für Jugendliche. Also ich bin schon ehrenamtlich engagiert in der Gewerkschaft. Und ansonsten, wenn ich noch mehr Zeit hätte, würde ich, glaube ich, ins Tierheim gehen. Und wieso gerade Tiere? Also es gibt so viele Fundtiere, denen geht's schlecht. Und letztendlich bin ich auch gern mit Tieren zusammen. Also das, ja, würde mir schon, glaube ich, liegen. Für Kinder. Und wieso? Weil ich finde, dass sie es am nötigsten haben. Ja, viele Eltern haben keine Zeit. Und weil ich finde, für Kinder lohnt es sich.